Es ist Donnerstag. Es ist 19 Uhr. Ich lüge. Es ist Mittwoch und ist 15 Uhr. Aber ich mache das für euch jetzt auf Mittwoch für morgen. Also für euch ist es jetzt 19 Uhr und es ist Donnerstag und es ist Karl-Time. Das ist Blödsinn. Ich mache jetzt das Intro. Es ist... Oh, gib mir ein Eierlikör. Hallo, ihr Lieben, ich fange nochmal an. Es ist 19 Uhr, es ist Donnerstag und es ist Karl-Time. Ich hatte letzte Woche euch ja die Bündchen gezeigt und hat Bianca gesagt, Nicola, das war nicht gut, ich mach's nochmal für dich. Also hat die Bianca richtig toll von oben, ne, ich habe es ja nur von hier gezeigt, hat die Bianca von oben gezeigt, wie man das macht. Vielleicht seht ihr sie ein bisschen besser, aber ich habe ja gesehen, bei Woolhouse Stricken, Häkeln und mehr macht ihr ja, ne, könnt ihr eure Bilder zeigen. Und da habe ich schon gesehen, viele Leute haben schon angefangen und haben gepostet. Das freut uns richtig, richtig, richtig gut. Also, jetzt geht's weiter. Erstmal Bianca mit ersten Teil. Das ist nämlich das Bündchen. Anschließend zeige ich euch ein paar Bilder, die wir schon zugeschickt bekommen haben. Sarah fügt sie für euch ein und dann sabbel ich noch ein bisschen. Mein Mann sagt, das wollt ihr gar nicht hören. Aber erstmal Bianca. Dankeschön, Bianca, dass du es nochmal für mich gemacht hast. Ich fand meins aber auch ganz gut. Aber Bianca strickt nämlich jetzt mit. Schaut mal zu. Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Woolhouse-Team. Nicola hatte letzte Woche schon einmal angefangen, mit dem Bündchen zu stricken von der Traumstola. Da ist sie einmal live gegangen, hat sie ein bisschen erzählt von der Traumstola. Und ich werde jetzt mit euch diese einzelnen Muster einmal stricken. Wir fangen wirklich an mit dem Bündchenmuster. Das wird mit einem falschen Zopf gestrickt. Immer abwechselnd. Ist halt ein Bündchen. Aber halt, wie gesagt, das Besondere ist halt diese falschen Zöpfe da drin. So, ich stricke das Ganze mit der Forest Aran und ihr könnt schon sehen, das ist ein Recycling-Garn. Das finde ich so spannend, so toll. Zuerst hatte ich gedacht, boah, wie ich das gelesen habe, ich habe die jetzt ja schon mehrmals verstrickt, dass die doch etwas steif ist, aber die ist so toll kuschelig. Also ich liebe die wirklich total. Und die Farbe, wie ihr sehen könnt, ich stehe ja im Moment wirklich auf Gelb. Habt ihr ja auch gesehen letzte Woche, nee, diese Woche, glaube ich, kam das Video mit den Smiley-Socken. Also Gelb ist im Moment, ich glaube auch, das ist diese triste Jahreszeit oder vom Wetter her. Ich brauche Sonne, ich brauche das Helle und ja, darauf im Moment wirklich das Gelbe. So. Ich stricke das Ganze mit einer 5er-Stricknadel. Wir stricken ja heute. Das ist auch ein Arangarn. Ist auch mit einer 5er-Nadel angegeben. Ich hatte das vorher mit einer 4er-Nadel ausprobiert, weil in der Anleitung von der Traumstola wird ja mit einer 4er-Nadel gestrickt. Aber mir hat das nicht gefallen. Deswegen stricke ich das Ganze jetzt mit einer 5er-Stricknadel. Wie gesagt, die Original ist eine 4er. Und die Stola, die im Titelbild unsere Marina umhat, das ist einmal die Croft Shetland Tweed. Das ist eine Decay-Wolle. Das ist, wie gesagt, eine Tweed-Wolle. Und ich meine auch gesehen zu haben, dass das die Mailand ist, die ich jetzt hier auch habe. Aber die Croft gibt es natürlich auch einfarbig. So, das nur mal ganz kurz. Ihr wundert euch, ich habe das auf einem Bobbel gewickelt. Nicht ich habe das gemacht, sondern ich finde das ganz toll. Die
Firma Wollhaus hat einen Wickelservice, und zwar für die, so wie ich auch, kein Wickler, kein Wollwickler. Jetzt kam ich doch nicht auf den Namen, die keinen Wollwickler haben. Ich habe das früher wirklich mit der Stuhllehne gemacht und abgewickelt, und ich finde das wirklich so toll. Da bin ich echt dankbar. Ich habe mir da schon so viel wickeln lassen. Das nur mal so am Rande. Also die gibt es eigentlich auf Stränge, aber man kann sich das wickeln lassen. So, also wir stricken heute das Bündchen. Ich habe, wie ihr seht, schon mal etwas vorgestrickt. Mir ging es darum, dass ihr das auch sehen könnt, wie es aussieht. Ich muss jetzt noch 4 Reihen stricken. Und das wollen wir jetzt einmal zusammen machen. So, dann starten wir mal. Und zwar als erstes, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich die Anleitung. Wo ihr die bekommt, wird euch unten einmal verlinkt. Das ist die Traumstola. Wie gesagt, die Originalanleitung mit der Croft DK. Da braucht ihr auf jeden Fall 5 von der Forest, die ich benutze, braucht ihr auch 5. Dann ist da ja noch, meine ich, angegeben, die Cotton Soft. Habe ich natürlich auch in Gelb hier liegen. Die Cotton Soft auch 5. Und angegeben ist noch, ich meine, mit Finesse steht unten noch. Die habe ich jetzt leider nicht hier, aber da müsst ihr, weil das 50 Gramm Knäule sind, da müsst ihr 10 von haben. So, das nochmal ganz am Rande. Ich habe aber ein paar mehr Knäule hier. Ich möchte meine Stola länger machen. Das kann man aber variieren. Ich zeige euch jetzt sowieso nur die einzelnen Schritte, wie man die einzelnen Muster strickt. So, dann braucht ihr auf jeden Fall für jetzt nicht für diesen Teil, das ist der falsche Zopf, sondern für den nächsten Teil, wenn ich euch das Hauptteil zeige, da braucht ihr auf jeden Fall entweder eine, Zopfnadel. Na, also heute fehlen mir echt die Worte zwischendurch. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Zopfnadel oder so wie ich einfach eine Stricknadel aus dem Nadelspiel. Ich persönlich mag das lieber, weil ich immer die Nadel dann so reinschiebe, aber das zeige ich euch noch. Ihr nehmt natürlich das, womit ihr am besten arbeiten könnt. Ihr müsst natürlich die Nadel, die Schere später dann, wenn wir fertig sind mit der ganzen Geschichte, dann müssen wir natürlich die Fäden vernähen. Das sollten wir ja sowieso immer zur Hand haben. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal. Und zwar, ich lege mal meine Hilfsnadel hier an der Seite, weil die brauchen wir ja, wie gesagt, erst am nächsten Schritt. So, ihr schlagt jetzt an. Ich muss jetzt hier einmal gerade diese Wolle einmal an die Seite legen. Zack, dass ich hier ein bisschen Platz habe. So, ihr müsst jetzt Maschen anschlagen. Und zwar brauchen wir insgesamt 126 Maschen. Die müsst ihr einmal anschlagen. Wenn ihr das gemacht habt. Ich bin ja schon etwas weiter. Also wir stricken am Anfang immer einmal einen Rand. Das ist am Anfang und am Ende immer gleich. So, wir sind jetzt in der Reihe, wo wir zopfen. Und das erkennt ihr auch daran, wenn ihr nachher mal ein bisschen weiter seid und vielleicht diesen Blick noch nicht so habt. Am Anfang sieht man das noch nicht ganz so mit diesem falschen Zopf. Also wenn ihr hier am Anfang mit 2 linken Maschen startet, dann wisst ihr, ich bin jetzt in der Reihe, wo ich dieses kleine Zöpfchen stricken muss. Also ihr startet mit 2 links, 2 rechts, 2 links. Das sind immer unseren Rand, und ihr startet jetzt, wie gesagt, mit 2 links, 2 rechts, 2 links. Ich komme einmal ein bisschen weiter runter. So, ich stricke ja meine linken Maschen anders. Ich stricke ja so. Normal, die linken Maschen werden ja so gestrickt. Das wird ja hier so reingeschoben und hier so durch. Das sind ja die linken Maschen. Das kann ich mir aber nicht angewöhnen. Ich habe das so gelernt,
dass ich so stricke. Ihr strickt natürlich so, wie ihr das gelernt habt. Und die rechten Maschen stricke ich dann auch rechts verschränkt. Ihr strickt die aber normal rechts. Also ihr startet zwei links, zwei rechts und zwei links. So, jetzt sind wir hier bei den immer bei den rechten Maschen. Da wird gezopft. Ihr habt jetzt natürlich am Anfang noch keine rechten Maschen. Ne? Ihr startet ja in der ersten Runde oder Reihe, aber könnt ihr euch schon mal merken, immer wo die rechten Maschen sind, da wird gezopft. Also, der Faden bleibt hinten. Ich ziehe mir das hier auch schon mal ein bisschen hoch, weil wir starten hier mit der zweiten Masche. Hier rein, also wie zum Rechtsstricken wirklich die zweite Masche, aber dann hole ich mir den Faden wie zum Rechtsstricken, aber der Faden oder die Masche bleibt hier drauf und dann gehe ich wie zum Rechtsverschränkstricken hier, nehme ich mir den hinteren Faden und stricke ihn einmal ab und jetzt können wir das Ganze hier fallen lassen. So, jetzt zwei Maschen links. Also in der ersten Reihe ist das wirklich etwas fummelig, weil wir da in der Anfangsreihe sind. Also jetzt habe ich hier wieder die nächsten beiden. Der Faden bleibt hinten. Also ich ziehe mir das hier schon mal ein bisschen hoch. Gehen wir hier von der Seite rein. Aber nur den hinteren Faden, die hintere Masche, stricke ihn ab. Aber die Masche bleibt drauf. Und jetzt haben wir hier unsere erste Masche und die stricke ich verschränkt ab. Also ich gehe von hinten hier, hole mir den Faden. Und stricke ihn ab. Wieder zweimal links. Und ich zeige euch das noch einmal. Der Arbeitsfaden bleibt hinten. Wir nehmen die hintere Masche. Ich steche hier von der Seite ein. Hole mir den Faden. Und jetzt stricke ich die vordere Masche verschränkt ab. Also von hinten hier, hole mir hier den Faden. Und das Ganze wird jetzt fallen gelassen. Und die nächsten beiden links. Also. Hier erst den zweiten Faden, also die zweite Masche, dann die erste Masche und das Ganze runter. Und die Rückreihe, wie die gestrickt wird, das zeige ich euch jetzt. So, nun stricken wir die Rückreihe. Oder das ist ja in dem Sinne die Hinreihe. Wir haben ja mit der Rückreihe angefangen. Und die ist ganz, ganz einfach. Die stricken wir einfach so, wie die Maschen erscheinen. Also wir haben hier ja unsere Randmaschen. Also heute fehlen mir aber wirklich die Worte. So, ich hebe die erste ab. So, und hier seht ihr schon, die erscheint mir als rechte Maschen. Und hier, wenn hier dieses Fädchen quer rüber liegt, ist das eine linke Masche. Einmal meinen Faden schon mal wieder nachholen. So, das sind halt unsere Randmaschen, die wir jetzt haben. Diese sechs Maschen. So, jetzt haben wir hier als erstes unsere Zopfmaschen.
Und da seht ihr auch schon, also die Zopfmaschen stricken wir auch links, beide Maschen. Und hier seht ihr wieder, wenn euch diese Faust angucken, das ist rechts. Ich stricke die aber, ich sage das, weil andauernd in jedem Video, rechts verschränkt, weil ich meine linken Maschen etwas anders stricke als normal. Und dadurch ist meine rechte Masche verdreht. Oder die jetzt die rechte Masche hier verdreht und es ist, fällt mir unheimlich schwer hier einzustechen, deswegen steche ich hinten ein. Also ihr strickt natürlich eure Maschen, die linken Maschen, so wie ihr das gelernt habt und die rechten Maschen dann natürlich auch normal von vorne, von der Seite einstechen, so. Aber wie gesagt, ich stricke das dann bei mir hinten verschränkt ab. Also jetzt nur im Wechsel. Zwar rechts, zwar links. Und das war schon das ganze Bündchen. Also diese beiden Reihen wiederholt ihr, bis ihr 19 Reihen gestrickt habt. Jetzt muss ich einmal gucken. Hier eine linke. Bis ihr 19 Reihen gar nicht wahr, sorry, das habe ich hier vom Quaken eine verkehrt gemacht. Hier ist eine rechte und die nächste auch noch rechts. Also 19 Reihen, immer hin und her. Und die 20. da nehmen, haben wir einmal eine Zunahme. Und die 20. ist auch tatsächlich, endet ihr mit der Runde oder der Reihe, wir stricken ja in Reihen, wo wir vorne unsere gezopften haben. Weil wir die 20. die Zunahmerunde ist dann diese Seite. So, bis dahin strickt ihr jetzt, ich bin ja schon ein bisschen weiter, und dann erkläre ich euch die Zunahmerunde. Ja, mit dem falschen Zopf. Ist wirklich, ich finde das auch klasse für Bündchen, für Ärmel. Übrigens, ich habe von unserer Jutta Bücker eine ganz tolle Anleitung, ist noch nicht online, aber ist mit Sockenwolle mitgestrickt, mitlaufen lassen. Schöner, warmer Pulli und das ist, ein bisschen frisch heute. Auf jeden Fall, danke Bianca fürs erste Teil. Jetzt, wie vorhin gesagt, jetzt kommen ein paar Bilder. Und mit welcher Wolle, dass man wirklich benutzen kann. Ich mag sie alle. Ich mag von The Croft, mag ich super. Forest mag ich gerne. Von Forest haben wir eine ganz tolle Anleitung für eine ganz lange Weste. Ich zeige euch mal ein Bild von unserer Weste. Ist schön. Das wird auch als Karl kommen, aber erst wenn diese fertig ist. Und jetzt geht's weiter mit Teil 2 von unserem Karl. Die liebe Bianca zeigt euch nämlich jetzt die Zöpfe. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt zu dem Hauptteil. Das sind immer 8 Maschen, 8 Musterreihen. Die möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Aber. Ihr seid ja jetzt in der 19. Reihe und wir wollen jetzt in der 20. Reihe einmal zunehmen. So, in der Anleitung steht am Anfang
zwei Maschen links. Das ist nicht richtig. Da hat sich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. Also, wir stricken ganz am Anfang, jetzt, wir sind jetzt in der 20. Reihe. Wir stricken am Anfang unsere 6 Randmaschen, die 2 links, 2 rechts, 2 links, oder in der 20. ist das ja 2 rechts, 2 links, 2 rechts. So, dann kommt nach dieser Randmaschen, nach den 6 Randmaschen, eine Zunahme. So, und zwar nehmen wir mit dem KFB zu, das ist Knit Front Back heißt das. Also wir stechen von vorne ein, holen uns den Faden und stechen nochmal von hinten ein, wie zum rechts verschränkt stricken, holen uns den Faden und schon haben wir eine Verdopplung und das Ganze wird dann abgehoben. So nehmt ihr zu, also 6 Randmaschen, gleich danach eine Zunahme und dann 13 Maschen links, eine Zunahme, 13 Maschen links, eine Zunahme. Das macht ihr so lange, bis wir hier hinten oder bis ihr hier hinten noch 9 Maschen über habt. Dann kommen 3 Maschen links und unsere 6 Randmaschen. So, dann zählt ihr am besten vielleicht noch mal nach. Das ist, ja, da würde ich zu raten, weil wir brauchen 10 Zunahmen. Das heißt, wir brauchen 136 Maschen. So. Wenn ihr das gemacht habt, muss ich hier eigentlich einmal gerade sortieren. So, dann stricken wir einmal das Hauptteil zusammen oder halt die 8 rein. Also ihr habt jetzt ja eure 20. Und da bin ich jetzt auch. Ich hatte das nur schon einmal ein bisschen fertig weiter gestrickt, dass ihr schon mal sehen könnt, wie es wird. Also ich finde, das sieht richtig klasse aus. Also hier, das, die Partie und die Partie, die sind immer gleich. Das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. So, also wir starten mit Reihe Nummer 1. Und zwar haben wir am Anfang ja unsere Randmaschen. Die sind 2 links, 2 rechts. Und 2 links. So, jetzt kommen 6. Die 6. Der Zopf über 6 Maschen. Boah, das ist, manchmal ist das wirklich schwer zu reden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß genau, ich will, was ich sagen will. Also, nach den Randmaschen kommt jetzt der erste Zopf. Und zwar 3 Maschen auf die Zopfnadel, auf die Hilfsnadel heben und das Ganze vor die Arbeit legen. 3 Maschen rechts stricken. Und hier jetzt die Maschen von der Hilfsnadel rechts abstricken. Na, also, ja, manchmal will das nicht so wie ich. So. Jetzt kommen 2 Maschen links, 2 Maschen im falschen Zopf. Das ist das, was wir hier unten gestrickt haben. Also zuerst die 2. Masche abstricken und dann die 1. Masche abstricken.
gehe jetzt wieder zwei Maschen links. Und jetzt kommen 18 Maschen für der Zopf über 18 Maschen. In der ersten Reihe werden diese Maschen nur rechts gestrickt. Also ihr strickt jetzt 18 Maschen rechts. Ich stricke meine Maschen ja rechts verschränkt, habe ich schon zigtausend Mal erzählt. Aber für die, die vielleicht neu zugucken, da ich meine linken Maschen anders stricke, sind meine rechten Maschen verdreht. Und deswegen stricke ich rechts verschränkt ab. So. Jetzt kommen wieder zwei Maschen links. Zwei Maschen falscher Zopf. Zwei Maschen links. Die sechs Zopfmaschen kommen jetzt. Dafür drei Maschen abheben, nach vorne legen, drei Maschen rechts stricken, die Maschen von der Zopfnadel rechts abstricken, zwei Maschen links. Jetzt kommt unser Mittelteil. Wie hat sich hier meine Wolle ein bisschen verheddert? Ich muss einmal gerade jetzt. So, das Mittelteil hat 36 Maschen. Also, jetzt stricken wir 36 Maschen nur rechts. Einfach 36 Maschen rüber stricken. Also vorne die Anfangsmaschen mit dem Zopf, das haben 50 Maschen. In der Mitte 36 Maschen glatt, die rechts, glatt rechts. Und am Ende die Zopfmaschen haben auch 50. Nur mal so als Einteilung. So. Einfach glatt rechts rüber. Sind wir schon auf der anderen Seite angekommen. So. Wir starten wieder mit zwei Maschen links. Die sechs Zopfmaschen. Also drei Maschen abheben, vor die Arbeit legen. Drei Maschen stricken, drei, jetzt die von der Zopfnadel abstricken, zwei Maschen links. Zwei Maschen falscher Zopf, zwei Maschen links. Jetzt kommen wieder unsere 18 Maschen vom Zopf, 18 Zopf über 18 Maschen steht in der Anleitung.
Die werden nur rechts gestrickt, die erste Runde. Reihe. Wir sind heute in Reihen, Bianca. So, einfach die 18 Maschen in der ersten Reihe rechts stricken. So. Jetzt kommen wieder zwei Maschen links. Ihr seht, das wiederholt sich immer wieder. Falscher Zopf. Zwei Maschen. Zwei Maschen links. Jetzt haben wir unsere sechs Zopfmaschen. Da drei abheben. Vor die Arbeit legen. Drei Maschen rechts. Und die Maschen von der Hilfsnadel. Wenn ich es dann hinkriege, jawohl, rechts abstricken. So, und unsere Randmaschen. Schon haben wir die erste Reihe geschafft. Und die nächste, die Rückreihen werden immer gestrickt, wie die Maschen erscheinen. Ihr seht ja, hier sind, erscheinen sie mehr als rechts, hier als links. Bei den, sag schon, falschen Zopf kann man das nicht immer ganz genau sehen. Also der falsche Zopf, die Maschen, ich meine, man sieht es hier schon, die werden immer links gestrickt. Also diese Reihe so, wie die Maschen erscheinen. Und dann sehen wir uns zur Reihe 3. Also bin ja heute am Stottern. Die dritte Reihe wird gestrickt wie die erste Reihe. Na, muss einmal gerade ein bisschen. Außer diese 18 Zopfmaschen. Also alles andere bleibt genau gleich. Also hier jetzt so die 6 Randmaschen. Den Zopf. Den 6er. 6 abheben. Vor die Arbeit, also die sind immer wirklich gleich, der Anfang. Und 3. Die abstricken, die rechts. Und zwei links, zwei im falschen Zopf und zwei links. So, jetzt kommen wir zu unseren 18 Zopfmaschen. Dieser große Zopf, da werden gleich, ich muss einmal auch gucken, die ersten drei Maschen werden auf die Nadel genommen und hinter, halt, vor die Arbeit, Entschuldigung, auch vor die Arbeit nach vorne gelegt, drei Maschen abstricken, rechts, drei. Jetzt die von der Nadel rechts stricken. Jetzt kommen 6 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5 und die Nummer 6. Drei Maschen wieder auf unsere Nadel.
Und jetzt kommen die nach hinten, die Maschen. Und dann drei Maschen rechts. Und die drei von der Hilfsnadel rechts abstricken. So. Und jetzt wieder, also ihr seht, sagt vorm Zopf und hinterm Zopf, das bleibt wirklich immer gleich. Zwei Maschen links, zwei Maschen falscher Zopf. Na. Zwei Maschen links. Und die sechs Maschen vom Zopf. Zwei, drei abheben vor. Drei Maschen rechts stricken. Und die von der Nadel rechts abstricken. Und zwei Maschen links. Das kommt groß, unser großes Mittelteil. Das wird ja rechts gestrickt. Und dann hier wieder, seht das ja auch in der Anleitung, zweimal links, sechs Maschen Zopf, zwei links, zwei Maschen falscher Zopf und zwei links. Und hier diese 18 Maschen vom Zopf, die stricken wir nochmal zusammen. So, ich bin jetzt hier bei meinem 18 Zopfmustern angekommen. Nehmen wir wieder die ersten drei Maschen auf die Hilfsnadel. Das Ganze wird wieder vor die Arbeit gelegt. Drei Maschen rechts. Die drei Maschen von der Nadel rechts abstricken. Dann sechs Maschen rechts, drei, vier, fünf und Nummer sechs. Die wieder drei Maschen abheben. Jetzt kommt das Ganze hinter die Arbeit. Drei Maschen stricken. Und jetzt die Maschen von der Hilfsnadel rechts abstricken. Zwei und drei. Und jetzt kommt hier wieder unser Rand. Zwei Maschen links, zwei Maschen falscher Zopf, zwei Maschen links, unsere sechs Zopfmaschen, zwei Maschen links und unsere, gar nicht wahr, nach dem sechser Zopf kommen gleich unsere sechs Randmaschen. So, dann die Rückseite wieder so stricken, wie die Maschen erscheinen. Und dann zur nächsten Reihe sehen wir uns wieder. So, die fünfte Reihe ist genau wie die erste Reihe. Da müsst ihr auch gar nichts anderes machen. Auch im Zopf, in diesem 18er Zopf, da stricken wir auch einfach rechte Maschen. Da wird nichts anderes gemacht. Wie gesagt, die wird genauso gestrickt wie die erste Reihe. Da wird ja auch der 18er Zopf einfach glatt rechts rüber gestrickt. Und die sechste Reihe ist einfach auch wieder so stricken, wie die Maschen erscheinen.
Und dann zur siebten Reihe sehen wir uns wieder. Ich habe hier diesen ersten Part auch schon gestrickt. Wie gesagt, der ist ja immer gleich. Randmaschen links, die 6 Zopfmaschen, 2 links, 2 falscher Zopf und 2 links. So, jetzt sind wir hier bei unseren 18 Maschen vom Zopf. Jetzt stricken wir die ersten 3 rechts. 3 Maschen auf die Nadel. Jetzt kommt das Ganze hinter, nach hinten. 3 Maschen rechts. Jetzt die 3 Maschen von der Hilfsnadel. Rechts stricken. Jetzt wieder 3 Maschen auf die Nadel. Und das Ganze nach vorne. Und 3 Maschen rechts. Ups. Jetzt die Maschen von der Hilfsnadel rechts abstricken. Und 3 Maschen rechts. So, jetzt kommt hier wieder die gleiche Geschichte wie hier am Anfang. Also 2 linke Maschen, 2 rechts. Also dass ich das immer der falsche Zopf, so zweimal falscher Zopf, 2 links, die 6 Zopfmaschen, 2 links, das lange Teil in der Mitte. Und hier wieder und hier den Zopf, den machen wir noch einmal zusammen. So, wir stricken jetzt von diesem 18er Zopf wieder 3 Maschen rechts. Nehmen uns die Hilfsnadel. 3 Maschen abheben und hinter die Arbeit. 3 rechts. Hilfsnadel nehmen. Die Maschen rechts abstricken. Drei Maschen auf die Nadel nehmen. Das Ganze jetzt nach vorne. 3 Maschen abstricken. Die Maschen von der Hilfsnadel rechts stricken. Und 3 Maschen rechts. Und 3. Und jetzt wieder einmal den Rand. So, die andere Seite wieder so stricken, wie die Maschen erscheinen. Und das waren unsere 8 Musterreihen. Ja, ich finde, das sieht gigantisch aus. Muss ich wirklich sagen. Also mir gefällt das total gut. Auch mit der Wolle. Also ihr seht, könnt ihr sehen, ne? Hier sind so verschiedene Farben drin. Das finde ich so klasse. Hier so blau, orange und doch, also ich freue mich schon richtig drauf, wenn die fertig ist, die Stola. So.
Das war jetzt unsere 8 Musterreihen von der Traumstola. Wir freuen uns natürlich, wenn eure Stola fertig ist, auf Bilder. Gern könnt ihr uns das auf Instagram einmal zeigen, natürlich auch auf Facebook unter Wollhaus, Stricken, Häkeln und mehr. Da haben wir auch extra ein Post gemacht, wo wir unsere Anfänge oder auch unsere Fortschritte einmal posten. Ja, und wenn ihr dann noch Fragen habt, da seid ihr natürlich auf Facebook auch gut vertreten. Wenn ihr dann da die Frage stellt, irgendjemand oder ich oder Nicola wird euch da ganz bestimmt helfen. Jetzt ran an die Nadel und viel Spaß beim Zopfen. So, das war unser Karl im Grunde genommen. Das sind die Reihen, die ihr braucht. Den Bündchen hat Bianca noch mal gezeigt. Sie hat euch die 6-7 Reihen noch gezeigt. Und ihr könnt stricken, 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 stricken. Sege halt die Klappe. Ihr könnt so lang machen, wie ihr wollt oder wie euer Wolle reicht. Ihr könnt auch am Ende auch kleine Fransen oder kleine Pompons machen oder kleine Quaste. Machen, wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Feedback gibt. A, in die Kommentare hier und B, auch gerne, gerne, gerne in unseren Woolhouse Stricken, Häkeln und mehr bei Facebook. Da könnt ihr alle eure Fotos auch posten und uns zeigen, wie eure Stolas sind. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Karls gemeinsam gestalten. Mit Sicherheit vieles für den Sommer. Wir haben Taschen vor, wir haben Oberteile vor für schmale. Auf jeden Fall haben wir viel, viel vor und hoffen, dass wir euch unterhalten können mit das, was wir jede Woche machen. Gerne abonnieren, klingelingeling, nicht vergessen. Und ich würde sagen, ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr eure Bilder bei unseren Facebook-Gruppe geteilt habt. Schön, dass ihr bei uns wart und bis bald. Tschüss.